Und da sind wir wieder. Ah ja. Ich hoffe, ihr hattet was ihr wollt. Und wir kriegen Schweineeinheiten mit Butcher. Mmh, ist das lecker. Mmh, mehr davon. Butcher Katze, Infiltrator, lecker, lecker. Lord of Death braucht man eigentlich nicht. Magic Damage haben wir ja da. Wir wollen den Antler mitnehmen, falls wir. Obwohl, nee, wir haben ja einen Butcher. Josefer Butcher machen wir ja. Nehmen wir noch den Lord of Death mit. Und machen hier natürlich den Katzenstart. 1, 2, 3. Was ich euch sehr empfehlen kann, ist Great Boar mit dem Gatter und Josefer. Das ist ziemlich OP. Hatte ich jetzt einmal, habe leider nicht aufgenommen. Aber das war halt. Ich dachte, ich spiele einfach mal. Ich dachte, das kann ich auch mal machen. Und ja, das war ziemlich gut. Ich hatte vorne hier so meine drei Josoras. Hatte hier eine Schweinereihe und dort Gatter mit Ocean Templern. Und die Schweine sind halt reingerannt. Die Wave ist quasi instant gestorben mit dem Aktair True Damage. Dann ist alles nach unten geflogen, weil die Gatter halt Ocean Templar hatten. Haben die kein Leben verloren, haben mir die ganze Zeit Einheiten gespawnt und egal wie viel meine Teammates geleakt haben, ich habe gehalten. Tja. Ah, und auf mich wird gesaved. Auf mich schickt Sheep und Sheep geht für den Angler / Leak. Der endet wieder. Und weil er saved, kann ich keine Worker gehen. Schaff ich mit seinem Leak, also er schafft einen 60er Cent, wenn es lang genug dauert. Und ich schaff nicht mal meine Snail, ne? Ja, ne, mit der Pyro ist da keine Snail drin. Dann gehen wir direkt hier für den Infiltrator Split. Dann können wir nämlich jetzt gleich die Worker gehen. Müssen wir der Katze nur ein Stack geben auf 3. Ja, da ist der 60er Cent. Habe ich mir fast gedacht. Und jetzt können wir 2 Worker gehen. Und gehen dann gleich auf dem hier Shurikens und eine Maske. Ne, keine Maske. Yep. Ja, also ist halt das Ding, wenn die müssen das Spiel jetzt hart verlieren, damit sich das für die nicht lohnt. So, Katzenstack und Shurikens, damit er möglichst viele Vorgos direkt rausnimmt. Ja, die 40 Value ist halt gegangen, damit er langsam liegt. Schaffe ich nochmal 20. King Upgrade? Ne, natürlich nicht. Er saved wieder. Ja, soll er machen. Dann stacke ich die Katze jetzt voll. Kann trotzdem meinen 7. Worker gehen. Und will ihn ja jetzt gleich legen. Das heißt, ich schicke ihm eine Fiend. Da braucht er dann richtig lange zum Durchkommen. Ich schaffe keine Fiend, ne? Und der Pyro klärt das zu schnell. Ah, das ist halt die Dragon Turtle. Und mir fehlen 3 Gold. Das ist belastend. Dann gehen wir so. Und eine Maske hier. Obwohl, die soll kein Butcher haben. Da kommen dann Akteas hin. Deswegen setzen wir die Maske hier. Geben hier noch 2 Shurikens.
Und noch ein Upgrade. Ich könnte leaken. Ich werde leaken. Ich habe einen 345 Willen. Da kommt ein 80er oder 100er Cent. Oh, und wenn er schlau ist, schickt er jetzt eine Fiend. Tatsache, ja. Die Fiend rasiert jetzt mal Infiltrator weg. Deswegen habe ich dem eigentlich Schuldiges gegeben, weil ich dachte, die läuft dann zur Katze hin, aber... Ah, jetzt läuft die auch noch zur Maske, ey. Mach die Fiend weg. Sehr schön. Kann jetzt kein 8. Worker gehen, weil er zu viel Worker hat, als dass ich die 5 mit Workern halten würde. Ich halte die 4 jetzt nicht mal, ne? Nee. Ich liege 2 Chickens. 139, da gehen wir den Butcher. Ja. Gehen wir den Butcher auf der Katze. Der darf dann auch tanken für die. Volle Schurkens, du sollst am besten gar nicht tanken. Hier eine Maske hin, damit die die Aggro zieht, bevor die zu dem Typen darüber rennen und dann möglichst den Butcher angreifen. Oh, die haben ein neues Icon für den Butcher. Das ist ja nett. So, wir sind jetzt auf 520 Value. 120er Cent. Eigentlich würde ich gerne einen Worker gehen. Könnte aber sein, dass ich hier wieder nicht halte, ne? Katze mit Butcher ist zwar stark, aber jetzt hängt der Butcher und der Infiltrator kann Schaden machen. Wobei, was greift der gerade an? Ich sehe nicht, dass der Infiltrator irgendwas angreift. Das regt mich manchmal auf, dass manchmal die HP was sich so krass überdecken, dass du gar nichts mehr erkennst. Ja, ich lieg wieder. Mit 520 Value. Also bitte fix das, ne? Das ist ja... Ach, ja... Ja. Diese Suicide Worker sind so dumm. Das ist nicht die feine englische Art. Was ist denn das? Das ist ein Butcher. Warum kriegt man. Ach, die haben schon Emulation Schaden abbekommen. Das ist ja nett. Josora, dich wieder hochbuffen. Interessant finde ich ja, die haben beide gleich viel Range. Die haben beide 100. 100, 100. Die laufen so auf die Wave zu und die Katze stirbt zuerst. Warum? Eigentlich müsste doch der Butcher zuerst tanken. Naja. Schickt jetzt wahrscheinlich nicht und geht dann auf 7. Ja, jetzt nur 40, ja. Jetzt tankt der Butcher. Hä? Merkwürdig. Jetzt trotzdem meine 3 Worker. Ah ja, diese Instrategie, ne? Warum habe ich das auch gezeigt? Haben zwar schon vor mir Leute gemacht, aber Das sollte nicht funktionieren. Ich finde, man sollte, wenn man 100% liegt, sollte man von dem Gold auch nichts bekommen. Das funktioniert ja nur, weil du immer noch bis Wave 16 bekommst du ja trotzdem noch Gold, selbst wenn du liegst. So. Katzenstack. Und es fehlt natürlich ein Gold. Nochmal 2 Masken. Den lassen wir jetzt nach vorne rennen. Weil, genau, er macht ja keinen Schaden hier. $160, hören mit 2 Lizards. User slowt alle, ne? Ja. Aber diesmal passt das. Ja. Ich muss ihn irgendwie überholen.
Oder wir müssen das Spiel beenden. Ich glaube, wenn wir mal gegen den gewinnen wollen, let's save for 10 and end it. Ja, komm, also jetzt, ne, ich sag ja immer im Classic nicht saven, aber wenn man In-Strategie macht, dann hat man es nicht anders verdient. Ehrlich. Gehen wir nochmal. Zwei Walker, ist egal, wenn wir liegen. Und Ashik natürlich. Listeve. Ja. Er schafft es nämlich jetzt auch nicht mehr rechtzeitig genug Value zu gehen, um die 10 zu halten. Und wenn ich ihn hier richtig dick zum Leaken bringe, was baut er denn? Mudman, Antler und eine Priestress. Ah, da sieht er dann eine Mimic nicht so gerne. Oder vielleicht sogar zwei Mimics. Hm, wir gehen jetzt gleich eine Orchid. Das heißt nochmal ein Worker. Ich könnte auch einen Ogre schicken. Ogre wäre lustig. Ogre ist so stark wie ein Drill Golem. Ist sogar stärker als ein Drill Golem. Und die buffen wir hoch. Und er hat ja gesaved. Genau, jetzt kommt der richtige Send von ihm. Da schickt er Safety mal mit Pack Leader. Ja, das ist der Full Send. Und schaffe ich einen Kraken? Kraken wäre lustig. Magic Damage Impact haben wir. Ich könnte zwei Drachen schicken. Ja, und die haben jetzt letzte Wave schon geschickt. Ich liebe das noch. Ich könnte einen Schamanen gehen, der macht Magic Damage, bufft den King. Ja, gebe ich dem Schamanen, ne? Hat er sich verdient. Herbert wäre noch lustig, aber den schaffe ich nicht mehr. 334. Ich verkaufe die und gehe eine Yozora. Und gibt eben hier noch Shurikens. 1440, 20. Ich schaffe noch 15 Mythium, das heißt, ich komme auf 60. Hm. Ah, gehen wir noch einen Lizard, ne? Bufft ein Lizard auch nicht schlecht. Der Falsch-Send von denen hat uns jetzt gefickt. Da kommt ein GK durch, Full Life. Der Schamane kommt auch durch. Und die liegen auch. WTF? Was ist da los? Der hält sogar, oh mein Gott. Aber der GK kommt. Ah ja. Schamane, buff sie. Buff die Sau.
Das ist GG. GG. Oh mein Gott. Ja, es ist ein Bot. Okay, gut. Gut zu wissen. So, die müssen jetzt nur ein kleines bisschen liegen, damit das vorbei ist. Und wenn wir jetzt verlieren, also wenn die jetzt alle nicht liegen, dann liegt es definitiv daran, dass die beiden hier auf der 9 geschickt haben, anstatt auf der 10. Er liegt. Die beiden liegen auch, nur gelb hält und das ist GG. Ah, oh, ey. Man muss ja auch mal. GG. Also ganz ehrlich, wenn man für Instrat geht, also das da, ne, dann kann ich verstehen, wenn man saved. Boring. Ja, aber ich habe keinen Bock mehr gegen den Typen zu verlieren, weil er immer wieder dasselbe macht hier gegen den Cheap. 29 Worker. Der muss dafür mal bestraft werden. Naja, haut rein, sehen wir uns beim nächsten Mal, ne?